Das ist die Minecraft Horrorrad Challenge. Heute wird das Rad gedreht und dann entschieden, welches Monster spawnen wird. Bleib bis zum Ende, um nicht diese krasse Animation zu verpassen. Los geht's. Alles klar, Freunde. Wir haben jetzt hier schon mal das Rad am Start und oha. Was haben wir alles am Start? Ferrari, Yeezys. Ja, da würde ich mich auch freuen, wer ich in der Monsterschule gerade, ne? Was die alles gewinnen können, Leute. Hoverboard und... Oh nein. Nein, es ist... Der hat uns so veräppelt, Leute. Das ist nämlich hier das Horrorrad, wo zum Beispiel jetzt hier das Ding auf Huggy Wuggy gerade zeigt, ne? Und dann müssten die anscheinend jedes Mal diese Monster oder sowas überleben. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, ob sie es natürlich schaffen können. Das heißt, hier haben wir sogar auch ein Fragezeichen. Also welches Monster könnte das Fragezeichen sein, Freunde? Schreibt es in die Kommentare, was ihr so vermutet. Okay, wir bleiben. Oh nein. Jetzt direkt stehen bei Huggy Wuggy. Ja, der... Oh nein. Was? Der wird jetzt zum Monster hingespawnt. Schleimi, du bist bei Huggy Wuggy und Huggy Wuggy hat anscheinend Hunger. Ich würde, wenn ich du wäre, ganz schnell weglaufen. Oh nein. Der fängt jetzt an, Schleimi... zu kochen, Freunde. Guck mal, er wendet ihn, damit er auf jeden Fall schön knusprig ist von außen. Man hat sogar anscheinend einen Apfel oder sowas drin, ne? Okay, jetzt sogar anscheinend ein bisschen salzen, ein bisschen wackeln und dann wird Schleimi einfach gegessen, Freunde. Oh mein Gott. Also der hat auf jeden Fall anscheinend... Was? Ih, der wurde wieder ausgespuckt. Und so ist er in die Welt jetzt gekommen, ja. Direkt... schnell. Oh Gott, was machst du denn? Mach schnell den Slimy weg, der eklige. Der wird voll zerkaut. Also raus mit dir jetzt hier, genau. So, du bist jetzt dran. Also er dreht an dem Rad, Leute, und es hat einfach... Nein, er hat hier Chucky, die Mörderpuppe, glaube ich, ne? Oh, oh, Zombie, ich weiß nicht, ob du das überleben kannst. Oh nein, Chucky kennen wir doch schon, Leute. Das haben wir schon mal gesehen. Oh mein Gott, der hat hier das Tefalmesser. Lauf, Bruder, lauf. Chucky wird dich holen, ich sag's dir. Oh oh, Zombie. Genau, versteck dich am besten hinter ihm. Oh, das wird nicht gut ausgehen, Leute. Das wird nicht gut ausgehen für den. Oh oh, Chucky ist hier und sucht ihn jetzt gerade, Leute. Ist gerade überall, ne? Er könnte jetzt sich gerade überall verstecken. Oh nein, er hat ihn. Oh Gott, ja, gib ihm ein paar Backen. Oh mein Gott, er hat Chucky gehauen? Das wird nicht gut ausgehen, Leute. Das wird nicht gut ausgehen. Und wenn du dich jetzt unter dem Bett versteckst mit der kaputten Tür... Wird es auch nicht viel bringen, ne? Das wird Chucky doch sehen, Kollege. Oh nein, er denkt wahrscheinlich... Okay, er ist nicht rausgegangen. Wo könnte er denn sein? Er geht jetzt anscheinend wieder raus. Oh nein. Das Bett hat sich bewegt. Das war's mit unserem Zombie-Kollegen. Oh oh, Freunde. Nein! Und zack, 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 zack. Wow. Oh, ja. Der Zombie-Typ ist wieder gekommen, aber nur mit Einzelteilen, ne? Ja, und die wollen auf jeden Fall anscheinend auch gerade nicht, ne? Oh, der hat gepuzzelt, Freunde. Okay, der nächste ist jetzt hier Skeletti, Freunde. Skeletti, komm schon. Ich wünsche dir ganz viel Glück, dass du jetzt zu keinem krassen Monster kommst oder so, ne? Vielleicht das Fragezeichen. Oh Gott, wer ist das denn? Den kenne ich gar nicht. Ich kenne so viele Monster, aber den kenne ich... Ist das der Undertaker? Nee, ne? Okay, anscheinend ist da noch ein Schloss vor. Das heißt, er ist eingesperrt. Und wer ist das denn? Er sagt Lauf und hat ein blaues Auge. Oh, oh, ich glaube, der wird nicht rausgelassen, Freunde. Okay, dann scheint er so eine Haarklammer. Kann damit vielleicht das Schloss aufmachen? Er hat's geschafft. Schnell, Skeletti, lauf. Lauf so schnell, wie du kannst. Oh, oh. Oh nein, wer ist das denn? Leute, das ist Opa Jenkins. Das ist Opa Jenkins. Guck mal, da oben. Hey, Jüngchen, warte auf mich, hey. Oh Gott, Leute, Opa Jenkins wird ihn holen. Oh, oh, Skeletti, ich würde lieber schnell laufen, wenn ich du wäre, ne? Lauf, Bruder. Oh, nach oben. Ja, Mann, schnell nach oben. Ich glaube, da kann Opa Jenkins nicht so schnell hin, ne? Auch wenn er es natürlich gerade relativ nach sich umguckt, ne? Okay, Opa Jenkins, hast du... Leute... Oh, er hat sich, glaube ich, in der Kiste versteckt, ne? Ist das Skeletti drin? Nein. Okay, Skeletti ist nicht in der Kiste. Wo könnte Skeletti... Nein. Nein. Was ist 9 plus 10? 21. Oh mein Gott, Skeletti. Skeletti, nein. Oh mein Gott, Leute. Okay, Skeletti. Ja, mit zwei blauen Augen wieder in die Schule gekommen, ne? Okay, wir haben jetzt hier Ghast. Okay, Ghast muss er anscheinend hier auch was drehen am Rad. Und ob er das jetzt so schaffen wird... Oh Gott, was ist das denn für eine Puppe, Freunde? Das ist die... Das ist doch die eine Puppe aus... Achso, er denkt, das ist eine Spielpuppe, ne? Oh mein Gott, das ist die Horrorpuppe. Und er hat direkt... er hat direkt Tollwut bekommen, ne? Okay, also der Ghast hat leider nicht gut überlebt. Mal gucken, was Piggy macht, ne?
Er kriegt Scream. Leute, er kriegt einfach Scream, ne? Von hier, wie heißt das? Oder Mask Face oder wie der heißt? Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Ich glaube, es ist auch Scream. Oh, oh. Er wirkt sich irgendwo, ne? Auch von Scary Movie. Oh Gott! Ist da Scream drin? Okay, er schießt. Oh. Da wird jemand angerufen, Leute. Scream kriegt, glaube ich, einen Anruf. Mal gucken. Ja, das ist Scream, Freunde. Hallo? Hallo? What's up? Yeah! Okay. What's up? Oh. Oh mein Gott, als ob er. Er ist als Sieger raus und hat ein Monster besiegt, ne? Oh Gott, jetzt ist. Urwa-Skeletti ist dran, Freunde. Okay, welches Monster wird der bekommen? Er kriegt. Das Fragezeichen. Was? Ein. Ein Ziegelstein? Oh mein Gott, dann wirft er einfach den Lehrer ab. Oh Gott. Oh Gott. Was ist denn jetzt los, Leute? Das kann doch nicht angehen, Freunde, dass einfach hier der gerade einfach überlebt hat, ne? Was macht der denn? Er sagt, du, 2 plus 2. Oh nein, Zombie wird das locker nicht richtig raten, ne? Oh, er macht 5. Oh, Freunde. Weg mit dir. Setz dich hin, Zombie. So, du darfst auf jeden Fall das Rad nicht drehen, weil du die Antwort falsch gemacht hast. Okay, du da vorne, hä? Was ist 2 plus 2? Okay, mal gucken, was der jetzt daraus macht. 2 plus 2 ist 22. Naja, vielleicht. Naja, so funktioniert es nicht. Aber es ist eine gute Antwort. Aber die sind richtig. Leute, die sind richtig. 2 plus 2. Weiß man doch. Oh, ihr könnt es gerne in den Kommentar schreiben, aber das weiß man ja, ne? Oh Gott, was ist denn das für eine Lieferung jetzt hier? Hä? Anscheinend irgendeine. Was soll denn da drin sein, Leute? Mhm. Einmal da signieren, da signieren und da signieren. Alles klar, Dankeschön. Und dann wieder zieht er wieder durch. Okay, was hat er jetzt geliefert bekommen, Leute? Was könnte er denn. Huggy Wuggy! Oh mein Gott! Oh ja. Oh nein, das ist gerade gar nicht gut, Leute. Der ist aus dem Rad ausgebrochen, Leute. Oh oh. Oh nein. Huggy Wuggy wird das wahrscheinlich. Oh ja, ich würde. Nein! Oh, der hat sich eingepisst. Oh, Freunde, das ist gerade gar. Was? Granny! Oh, jetzt haben die einfach zwei Monster in der Schule. Ich glaube, Granny hat Angst vor Huggy Wuggy, ne? Oder wer hat Angst vor wem? Du? Oh mein Gott, die prügeln sich erstmal beide gegenseitig. Wir können jetzt von den beiden gewinnen, Freunde. Ist es eher Granny oder eher. Oh, oh mein Gott, Hero Ryan wurde wieder ausgenockt, ne? Ha! Skeletti finde ich natürlich jetzt witzig, ne? Oh. Oh. Okay, ich glaube. Okay. Huggy Wuggy versus Granny jetzt anscheinend gerade. Okay, das heißt, jetzt machen wir erstmal ein richtiges Battle, Freunde. Jetzt sind wir hier im Stadion. Mal gucken, welches Monster besser ist. Huggy Wuggy oder Granny? Die alte Oma mit ihrem Baseballschläger. Ja. Oh, sprinten? Hä, das ist doch Huggy Wuggy besser, oder nicht, Leute? Als ob die Oma sprinten kann. Oh mein Gott. Sie sagt, sie ist schnell, ne? Mm. Go. Und Huggy Wuggy, lauf. Oh mein Gott, was? Was? Er hat einfach Granny umgehauen, ne? Was passiert jetzt? Sie ist jetzt wütend anscheinend. Was hat die da gerade ausgekackt? Yo! Was? Ja, Granny, da kannst du jetzt mal sehen, was die Granny hier am Start hat, ne? Oh mein Gott, oh. Oh, voll gegen eine Stange gelaufen. Das ist natürlich gerade gar nicht gut, ne? Da kann Huggy Wuggy natürlich einfach so vorbeilaufen. Und er gewinnt auf jeden Fall das Duell mit Sprinten. Ja, deppt einfach auf sie. Das Ding ist, wir bleiben aber nicht bei Sprinten, sondern wir haben jetzt Huggy Wuggy versus Granny. 1 zu 0, okay? Und, oh Gott. Jetzt muss er natürlich antreten. Jetzt treten die an mit. Oh, wer kann am weitesten springen, Leute? Weitsprung, das sind ja richtige Bundesjugendspiele. Ich glaube, Huggy Wuggy mit den ganz, ganz großen Beinen wird, glaube ich, viel, viel weiter kommen. Wow, 12 Meter weit gesprungen, Leute, das ist ja ein Rekord. Huggy Wuggy, wie soll das die Oma schaffen, Freunde? Wie soll die bitte schön weit springen können? Was ist das denn? Was hat sie denn jetzt? Okay, oh mein Gott, das ist. Okay, jetzt sprintet sie, sie läuft los. Und boing. Und oh mein Gott. Und. Wo fliegt sie hin? Sie macht Home Run, oder? Macht sie Home Run, Leute? Oh oh, das Tribüne. Oh. Aber wie weit ist sie gekommen, Leute? Zählt das? 300 Meter. Okay, 1 zu 1. Granny vs. Huggy Wuggy. Jetzt kommen wir mal zu dem finalen Spiel. Und zwar Shot Putt. Also beziehungsweise eher so diesen Ball werfen, Freunde.
Ich habe Kennzeichen aus der Schule, die sind immer richtig, richtig schwer und man kriegt sie eigentlich nicht weiter als 20 Meter, ne? Also das ist gerade so, dass das man machen kann. Okay, mal gucken. Kugel werfen, Freunde. Kann er? Jawohl, dreh dich und wow, und oh mein Gott, er wirft den Schiedsrichter ab, Freunde. Er wirft den Schiedsrichter ab. Get out of here. Rote Karte, Leute, get out of here, okay. Mal gucken, er, wir sind bei Granny. Oh Gott. Hat die jetzt gerade ihre Muskeln gezeigt? Oder was war das gerade? Okay, Granny, komm schon, wir müssen Ball und her werfen und zack und wow, 70 Meter. Leute, Granny hat damit einfach 2:1 gegen Huggy und hat somit einfach die Bundesjugendspiele hiermit gewonnen. Und das ist die finale Entscheidung. Granny gewinnt 2:1 gegen Huggy Wuggy und er war nochmal kurz Fußballtoren trifft nicht mehr. Ah gut, Leute, das soll es auf jeden Fall gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Schaut euch bei Videos aus. Haut rein, bis morgen. Ciao, ciao.